So, YouTube. Willkommen zurück zu Foundry. Ja, wir haben unsere Leiterplatten. Die sind inzwischen hier drin. Und wir können mal auffüllen. Und das läuft erstmal soweit. Die pressen. Und alles wunderbar. Bis auf, ihr könnt es erahnen, dass echt, je nachdem, wie viel wir an Materialien rausnehmen, auf dem letzten Loch. Das heißt, ich würde mal eine kleine Rundreise zum Strom machen und den Strom erweitern. Ich habe schon einige Sachen weggelegt, erweitert. Ich baue auch gerade die Förderbänder, Level 2 nebenbei noch, 325 Stück. Ich hoffe, das braucht nicht so lange, weil sonst müssen wir es kurz abbrechen und dann danach wieder aufnehmen. Wir haben auf jeden Fall Ressourcen geholt und ich habe schon mein Inventar bereinigt. Ja, ich weiß, ich bin Profi. Deswegen denke ich natürlich an solche Sachen, bevor ich mit dem Stream starte. Und wir brauchen noch ein paar Maschinenteile. So, dann können wir nämlich hier die hier bauen ohne größere Verzögerung. So, jetzt sind die 300 Dinger dabei. Aber wir müssen ja 1,4 Kilometer überwinden. An sich wäre cool, wenn ich halt einen Gehweg bauen würde. Aber der wäre halt nie gerade. Oder ich baue einen geraden Gehweg, der so einen Knick macht. Aber dann laufe ich nicht 1,3. Sondern A-Quadrat gleich B-Quadrat gleich C-Quadrat. Wo war das? Bei Otto im Film, nicht? Auch schlecht gealtert, die Sachen, glaube ich, heutzutage. Aber damals ein ganz klasse Humor. Oder war es der Wichser? Mit Otto dabei? Irgendwie so, ne? Irgendwie verbinde ich das damit. Ja, wäre auf jeden Fall wesentlich länger, wenn wir jetzt das gerade machen. Nur damit wir hier die Höhen überwinden. Eher würde ich das mal mit den ganzen Sachen, die wir überall haben, vielleicht einebnen den Weg. Und einfach mit einem Geländer versehen. Wobei das wahrscheinlich auch krumm schief wäre. Also würde es auch nichts bringen. Das Gute ist, wir wissen genau, wo wir langlaufen müssen. Einfach den Dingern folgen. Wobei dieses Loch hier schon echt gefährlich tief geht. Da habe ich mir schon fast einmal drin vergraben und bin nicht mehr rausgekommen. Hier habe ich uns einen Weg rüber gebaut. Der ist zwar nur eins breit. Da hatte ich noch nicht die Laufwege. Aber es ist immer noch besser, als durchs Wasser zu schwimmen. Man sieht hier am Rand auch so eine Verzerrung, die das Ding auslöst. Soll wahrscheinlich so Wellen simulieren. Aber es sieht eher aus, als ob das Wasser so die Oberflächenspannung... okay, auf der Seite funktioniert es nicht mal. Sehr gut. Als ob die Oberflächenspannung vom Wasser sich hier hochzieht und dann wieder runterfließt oder so. Weiß nicht. Ist jetzt nicht so hübsch. Um nett zu bleiben. Man fühlt sich so ein bisschen wie Moses, der das Wasser teilt oder so. Automatisch speichern in 3, 2, 1, Rockel gespeichert. Und in der Zeit, in der wir gelaufen sind, haben wir 100 Förderbänder gebaut. Also nur noch 200 Meter. Dann muss ich die restlichen wahrscheinlich ab... Oh, böser Stein. Abbrechen. Also dann mülle ich damit unser Inventar zu... Hatte ich mir da hinten einen Container gelassen? I hope so. So, was hier das Problem sein könnte... Und das kam mir damals so lang und weit vor, hier, das hier. Da dachte ich schon so, boah, macht das überhaupt Sinn? Hier haben wir noch 3200, aber was ist denn hier unten? Ah, das geht noch, oder? Kommen die da noch ran? Das ist so eher meine Frage, nämlich. Ich habe kein Level
Wir könnten die auf Level 2 ändern und mal ransetzen. Ich meine, wir haben hier keinen... Ah, ich kann nicht, weil ich nicht genug Platz habe, weil da Material drin wäre. Okay, die könnten wir danach auf Level 2 erhöhen. Oh, das Ding hier zieht auch unnötig Strom. Das könnten wir auch nochmal ändern. Und die Frage ist, ob 3 überhaupt reichen danach. Wir hatten hier nicht ordentlich zugebaut. Ah, klasse. Habe ich wieder die Hälfte übersehen. Aber wir hatten das damals schon... Ich glaube, das war eine der ersten Sachen, die wir umgebaut hatten, damit es skalierbar ist, nicht wahr? Dementsprechend müsste ich eigentlich nur hier ansetzen. Und könnte es langziehen. Wenn hier nicht überall diese Kackerpflanzen dazwischen wären. Oder Steine. Oh, das wird... nicht klappen, doch. Weil ich noch genug Platz habe. Das weg, da schon weg. Und ja, so weit nach hinten muss es gar nicht gehen. Warum habe ich denn das hier eigentlich gemacht? So. Ach so, ich habe nicht mehr genug Platz. Ah, die blöde Biomasse. So, und habe ich jetzt hier irgendwo einen Container? Ich glaube nämlich nicht. Ja, da müssen wir irgendwas kurz hinsetzen, von dem wir nur eins haben oder so. Ich dachte, ich hatte eigentlich hier einen Container. Damit ich nämlich nicht immer nach vorne laufen muss. Es kann sein, dass ich den irgendwann abgerissen habe. Scheiße. Scheiße. Oh. 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 Ja, auch hier hinten habe ich keine. Das ist blöd. Das heißt, das wird eh gleich Probleme geben. Wenn er versucht, die anderen Dinger zu bauen. Was können wir denn absetzen? Also wir könnten zum Beispiel den Wassertank absetzen. Bis wir fertig sind. Was haben wir noch, was wir absetzen können? Ja, ich kann es ja nicht ab... Warte mal, diese kann ich aber abbrechen. Das kostet auch nichts. Ich könnte eine Kiste bauen. Oh oh. Das wird auch nicht klappen, weil der, naja, den letzten Slot überlegt. Das Einzige, was ich machen kann, ist dann das kurz planen. Dass ich die 75 dann danach mache. Beziehungsweise so viel, dass genau... Ah. Jetzt. Und dann haben wir nämlich eine Kiste. Und dann können wir da ein bisschen was ablegen. Zum Beispiel, was brauchen wir jetzt? Nicht so die Menge, das da. Das hilft schon ungemein. Kann ich das nämlich abbrechen? Weil die Level-1-Dinger davon... Okay, gar keinen brauche ich auch nicht. Eins Ding brauche ich. Hm, gut geredet. Eins Ding. Ein Ding brauche ich davon. Was ich nicht brauche, ist nämlich hier der... Klimbim, der wäre im Weg.
Ich muss sagen, ich freue mich schon ungemein auf Worker and Resources. Ich hoffe, das ist nicht kaputt gepatcht worden. Ich bin echt gespannt, was gibt's für Verbesserungen. Ist der Karteneditor besser geworden? Wenn der Karteneditor zum Start nicht gut ist, die Leute werden das Spiel in den Boden scheißen. Und das wäre nicht geil, weil es ein sehr gutes Spiel. Genau wie... Ich finde, dass Laesera Summit Kingdom zum Beispiel auch total untergegangen ist. Auch ein sehr geiles Spiel. Und da kamen auch noch Patches raus, die ich mir gar nicht angeguckt habe. Also da können wir auch nochmal gucken. Ja, den Sand baue ich jetzt hier einfach hier irgendwo hin erstmal. Obwohl ich aufpassen muss, dass ich hier dann auch weiterhin raufspringen kann. Ich könnte den auch in die Kiste packen, aber dann habe ich wieder eine Kiste voller Sand. Was soll ich damit, nicht wahr? So, dann sind wir los. Jetzt habe ich wie viel? 2 Plätze. Die stacken, glaube ich, auch nicht, die Dinger. Dann würde ich erstmal von denen welche herstellen, und zwar 4 Stück. Kessel sind das. Doch, die stacken. Okay, dann danach 4 Dampfturbinen. Habe ich da irgendwo noch... Nee. Ah, ich hätte hier gern mehr Tabs, mehr Balken. Wie viel haben wir die immer? 3 im Abstand und dann 2 nebeneinander. Okay, also 3 im Abstand. Struktur, hier wird Strom. Oh nein, der Strom ist im Weg. Also da, oder? Ja. Und dann wieder 3 Abstand. Wo ist ein Kessel? Oh, reicht noch nicht. Dann musst du leider weichen. Natur. Habe ich noch Plattform? Das sollte gerade so noch... Oh, na okay. Wir haben ja noch 1000 mit. Aber erstmal bis hierhin. Dann können wir die Sachen hinstellen. Ja, mit dem Strom, wir müssen kurz alles lahmlegen, aber ich weiß nicht, wenn ich dann alles anschließe, dann könnte das übel enden. Ich meine, der steht auch nicht richtig, nicht wahr? Ich meine, der versorgt nur das Ding, das ist egal. Wir können... Ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir gehen von dem, der steht ja richtig. Da sind 3 im Abstand. Dahin. Und dann dahin. Und dann dorthin. So, wenn ich den jetzt abreiße, dürfte kein Unterschied passieren. So, dass wir es da ein bisschen eng haben. Der wäre vielleicht besser hier aufgehoben. Ja, gut. Rohre und so kriegen wir, glaube ich, noch ran. Das ist die Hauptsache. Ich weiß nicht, ob die Kessel eine Richtung hatten. Wo ist denn das Display bei denen? Hier. Ja, dann stehen die auf jeden Fall richtig rum. Und von der Seite muss Wasser noch ran, nicht wahr? Okay. Dürfen wir nicht vergessen... Und wo sind die 4 Dinger? Dampfturbinen. Da. Bei dem war die Richtung auch wichtig, glaube ich. So, nämlich. Die stehen einfach genau gegenüber. 3 Abstand, 1 Abstand. Die stehen genau gegenüber. Alles klar.
1, 2, 3. Ein Abstand. Das sieht gut aus. 1, 2, 3. Abstand. Ein Abstand. Dann passt das. Oh, die Rohre dazwischen. Flomps. Das ist das Einfachste an der ganzen Angelegenheit. Oh, dann brauchen wir noch die Stromdinger. Eins für die. Eins für die. Ich weiß gar nicht, brauchen die Strom? Die kriegen den Strom von woanders, nicht? Okay. Die Turbinen wären theoretisch also angeschlossen. Fehlen nur noch die Kesseldinger. Ich habe mich hier in die Verteilung gemacht. Auch einfach so eine ganz billige. Machen wir die ganz billige in die andere Richtung. Wir können von hier ja nochmal abgehen. Eigentlich muss der nach vorne weiter. Beziehungsweise muss hier noch ein Teiler hin. Aber wir mussten es übers Rohr machen. Ah, wir haben das Wasser. Ah, die haben alle ihr eigenes Wasserrohr. Okay, aber der Tank hat nur noch einen Wasseranschluss. Der ist hier hinten. Den würde ich aber rumlegen. Dann kommen die anderen jetzt alle an diesen Wasseranschluss. Dann ist es halt so. Wir haben ja gelernt bei den anderen Sachen, dass das kein Thema ist. Ich mache das diesmal aber schön hoch. Dann ist es mir auch nicht im Weg. Wir haben ja 300 Rohre mit. Ich mache das. Wir ziehen das wirklich erstmal hier hin. Und auf welcher Höhe müssen wir da überhaupt ran? Warte mal. Dazwischen unten. Ah. Da. Und da haben wir so ein T-Ding dann. Alles klar. Ups. Du. Eins. Oh. Zwei. Wie hoch müssen wir denn? Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Er verrutscht im letzten Moment immer. Das ist von dem aus. Oh. Okay, wenn wir es auf der Höhe machen, kriegen wir ein Problem mit dem Stromkabel. Also entweder eins höher. Dann haben wir es eins höher. Dann haben wir da gar keine Schmerzen. So, dann würde da Wasser theoretisch ankommen. Die können weg. Ich meine, solange wir kein Zeug anliefern, ist es eh noch egal. Oh. Habe ich ja wieder richtig gut geplant. Ich sollte Ingenieur werden. Ich sollte sowieso Ingenieur werden. Dann machen wir es gleich da hinten eins höher. Bevor das hier so halb auf 8 hängt und ich hier immer bei jedem hochgehen muss, mache ich es doch lieber hier hinten eins höher. Ja, komm. Das ist dann auch egal. Aber mit dem Platzieren hier. Manchmal snappt der gut an, aber bei den Rohren ist er echt piefelig. Wo ist ich? Oh Mann. Also meine fetten Finger drücken immer die falschen Tasten. Da kann ich einfach mal von ausgehen. Jetzt. Random richtig drehen. Achso, dann haben wir ja schon die zwei versorgt. Ist ja gut. Oh.
Wo mir einfällt, guter Baumodus, Starbase ist auch so ein Spiel, was komplett irgendwie kaputt gegangen ist. Das habe ich ohne euch gespielt, als ich meine Streampause hatte quasi. Oh, zu hoch. Das hat, also es ist sehr entschleunigend, sagen wir es mal so. Das war zumindest sehr entschleunigend, als es rauskam, weil man nicht viel machen konnte. Aber gerade dieses nicht viel machen war eigentlich irgendwie cool. Man hatte einfach nur sein Raumschiff, musste es irgendwie langsam verbessern. Und ich finde heutzutage, man muss die Sachen immer so super schnell verbessern. Zum Beispiel das Idle Game, jetzt dauert es mir auch zu lange, aber so, wenn es ein, zwei Tage dauert, dass man mal farmen muss und so, das finde ich gar nicht schlimm. Ja, wir können ja einfach hier abgeben für die anderen. Das macht ja keinen Unterschied. Jo. Genau. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Oh. Das Spiel war halt irgendwie schon cool. Man hat halt nur mit einem kleinen Bergbaulaser angefangen, konnte nur einfache Asteroiden sammeln. Dann hat man sich ein bisschen hochgearbeitet. Dann hat man bessere Asteroiden gefarmt. Dann hat man natürlich auch die Erfahrung bekommen, welchen muss man ansteuern. Dann das Fliegen im Weltall war auch nicht einfach nur so easy peasy. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht, aber dadurch, dass ein MMO ist und die Spieler wieder alles selber erbauen sollen, ja. Okay, aber eigentlich muss das Ding, na doch, hier muss auch noch einer hin. Eigentlich genau an die Kurve. Ja, das kriegen wir auch anders hin. Ich meine, da habe ich auch ewig nicht mehr reingeguckt, aber ich weiß, ich habe noch zwei Wochen ein Raumschiff gebaut alleine, weil man konnte einfach im Raumschiff-Designer Raumschiffe vorplanen. Das fand ich zum Beispiel mega gut. Und dann nach und nach die Teile dafür sich erst besorgen. So. Treibstoff, Dampf, Treibstoff, Dampf, Dampf, Dampf. Was? Fundamente? Oh ja. Da sagt er sogar zu Recht, ihm fehlen die Fundamente. Das ist ja eklig, wenn er mal recht hat. Dual Universe nicht, auch. Weiß nicht, da ist auch viel passiert, aber war mir halt dann auch zu PvP-lastig. Jawoll. Jawoll. Das gibt schon mal mega Entlastung. Jetzt ist so die Sache, kriegen wir das hier mit? Weil die Box steht genau im Weg. Kacke. Mann. Ich habe hier Ignum-Erz, das kann ich wegpacken. Ah, der nimmt. Oh, der nimmt auch. Auch anderes Zeug. Das ist gut. Okay, wenn er angeschlossen ist, kann man da nicht mehr reingeben. Dann kann ich aber doch das, ja, wunderbar, da jetzt rausholen. Ach, weil ich die, na, F? Jetzt. Weil ich die Dinger hier abgerissen hatte, hatte ich die im Inventar. Aber dann lassen wir die Kiste hier stehen. Die ist gar nicht so verkehrt. Dann machen wir die einfach hier hinter beim Strom. Da bauen wir eh nichts hin. Und dann haben wir, glaube ich, genau den Platz, den wir brauchen. Und dann kommt das Ding einfach hier hin. Wunderbar, oder? Ach, guckt mal. Falsche Verbindung. Aha, guckt mal. Das habe ich natürlich als Test gelassen. Ihr habt wieder nicht reagiert. Ihr seid alle durchgefallen. Jetzt erzeugen die Dampf.
Läuft. Läuft. So, wenn wir jetzt hier rangehen, müssten wir eine deutlich entspanntere Situation vorfinden. Gut, auch die anderen Sachen, weil die nicht arbeiten gerade. Aber es sieht doch schon wesentlich besser aus. Weil wir können jederzeit wieder hochskalieren dann. Nicht genug Platz. Warum? Ach so, weil ich noch das Ignum dabei habe. Okay. Wie viel waren das jetzt hier? Ich überlege, ob ich noch eine Reihe ranmache. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26. Ich glaube, das wäre einmal bis hier, nicht? Ja, das sind 30, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. Da. Na? Achso, die muss ich wieder so abreißen. Und dafür habe ich nicht genug Platz. Ach, lecko mio. So, jetzt haben wir aber wieder Platz. Ich habe noch ein besseres Gefühl, wenn wir müssen nicht wieder 2 Kilometer hierher latschen, wenn ich das jetzt alles ordentlich mache. Dann können wir mit einem viel besseren Gefühl nach hinten laufen. Da haben wir 3-mal so viel Energie wie vorher. Und hinten, so langsam müssen wir eh auf Solar dann am Ende doch umschwenken. Da hilft ja eh alles nichts. Du nervst auch. Einfach Natur weg. So, den Kram, den können wir hier, das können wir alles hier liegen lassen. Den brauchen wir einfach nicht mehr mitnehmen. Dann brauchen wir nochmal Wasser. Wasser könnte ein Problem werden. Gut, wir können das eine Wasserding von hier da anschließen. Nee, warte mal. Doch, hier. Die hier, der geht nach rechts. Wir können das hier einfach verbinden. Dann hätten wir den hier, um den zum Beispiel daran zu schließen, dann können wir den da hinten, da parallel nach hinten liegen lassen. Sofern das mit dem Druck nicht reichen würde. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Problem mit Wasser. Wir haben hier 2 Pumpen nur dran. Ich habe die Pumpen nicht mit. Schade. Machen wir noch eine 3. Pumpe. Irgendwann hat das System halt auch sein Ende und wir brauchen einen neuen Wassertank. Ich hoffe nicht, dass das jetzt schon der Fall ist. Ups. Das habe ich wirklich diesmal selber verklickt. Okay, ich habe die Pumpen nicht mehr irgendwo drin. Dann kommt ihr da kurz hin. Und wo ist euer Ausgang? Ja, du pumpst nach oben. Ach so. Ah, okay. Kann die auch nach oben pumpen lassen. Interessant. Oh. Oh, was ist denn das? Ein Rohr gewonnen. Super. Und 800. 820 plus minus 0 ist es gerade. Ich weiß nicht, wie viel kann ein Rohr auf einmal transportieren? Steht nämlich nicht da. Bei den Förderbändern steht ja denn da 1000 Dings da Bumster. Aber hier halt nicht. Bauindustrie, ja, das müssen wir uns alles noch angucken. Modulare Gebäude, Raumstationen. Oh, wir haben so viel dazu bekommen. Und ich habe nicht mal die Säure angefangen. Wir brauchen nämlich, für all die Sachen brauchen wir eh die Säure. Nicht? Das ist eh geschenkt. Deswegen brauche ich sie mir noch nicht angucken. Laufstege schmelzen, Tiefenpumpen, Kessel, Turbine.
Gasfackel, Brenner, Aufzug, Ansaugrohr. Wow, was für eine gute Beschreibung. Allgemein, Forschung, Modular, Rohre. Rohre werden für den Transport von Flüssigkeiten. Du kannst bla bla, B entladen, grün, bla bla, bidirektional, Klempnerwerkzeug, Rohre entleeren. Ah, mit V konnte man irgendwie auf die Rohre gucken, nicht? Was die schaffen. Und dafür brauche ich aber das Klempnerwerkzeug. Die schaffen 500 Liter. Frage, schaffen die mehr oder können die einfach nicht mehr und je mehr Pumpen ich ranhänge, desto weniger bringt es? Das werden wir mal herausfinden. Ich werde das hier ein bisschen anders gestalten. Das ist ein bisschen blöd gebaut von mir. Wir machen das einfach. Ein bisschen Abstand und dann machen wir immer ein so rum, 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 ein so rum. Ich weiß halt nicht, ob das ein Problem ist, wenn da nichts dran ist gerade. Das werden wir dann herausfinden. Und ich mache direkt zwei Pumpen, weil wir es ja erweitern wollen. Dann werden wir sehen, ob das was gebracht hat. Eine Pumpe könnten wir noch ranbringen. Okay, die sind automatisch zu so lange. Okay, und durch das Rohr fließen jetzt trotzdem nur 500 Liter. Okay, das heißt, die Rohre sind anscheinend auf 500 Litern gekappt. Das heißt, auch die hier. Dann dürfte das ja auch nicht voller werden. Ja, es wird auch weiterhin leerer. Dann brauchen wir für die da hinten einen zweiten Tank. Ist einfach so. Eigentlich hatte ich deswegen geplant, das zu spiegeln und auf der Seite nochmal hinzumachen. Deswegen hatte ich die Fläche hier freigeräumt, um das Wasser von hier zu holen, damit das nicht so weit weg ist. Weil da hinten ist schon dann halb weit weg. Ich meine, ich könnte die beiden noch zusammenlegen. Das klappt ja bei euch, oder? Ich krieg genug rein. Du hast 900. Ja. Das heißt, ich könnte das hier auch noch an das da anschließen. Oh. Ist mit dem Löschen doof. Ich komme nicht an das Ding ran. Jetzt. Okay. So, und dann brauchen wir eine Kurve. Da. So, dann sind die alle mit Wasser versorgt. Und da hinten hängen die gleiche Menge dran wie hier. Aber wir sehen ja, es wird zu wenig. Wenn auch nicht viel, das drained ganz langsam runter. So. Dann gehen wir einfach ich hätte die nach da bauen sollen, nicht? Dann hätte ich die jetzt auch danach da bauen können. Ja, müssen wir es unten nochmal umbauen. Anderer Anpflanschmodus. Mit dem Drehen werde ich verrückt, weil es keinen Y-Drehen gibt oder so. Und weil man im Wasser immer runter sinkt, ist auch Ass. IO-Problem gelöst. Welches meinst du? Okay, nochmal weg. Wir haben einige.
Okay. Erstmal lösen wir hier das Stromproblem mit Input-Output. Und dann die anderen Sachen. RT. So, ich glaube, das reicht, oder? Eine. Oh Mann, also dieser Platzierungsmodus. Zwei. Natürlich daneben platziert, weil man dabei singt. Ah, Mann, also man kann ein Spiel so versauen. Klar, aha, cool, es gibt Physik, man versinkt. Aber es nervt doch einfach, weil man keine Möglichkeit hat, ordentlich dann unter Wasser zu bauen. Also dann verhindert einfach komplett unter Wasser bauen. Wenn ihr das nicht wollt. Und eine machen wir noch. So, dann haben wir theoretisch einen Tausender Ausgang und einen Tausender Eingang. Zu wenig Platten. Ja, die Platten sind nicht das Problem, sondern der Strom gerade erstmal. Okay, hier komme ich auch die ganze Zeit nicht hoch. Weg. So. Dann bleibe ich da auch nicht hängen. Jetzt müsstest du voll sein. Genau. Mehr als 900 wird's selten. Manchmal geht's auf 920. Aber das habe ich schon bei anderen Sachen gesehen. Nur es geht nicht auf 700 runter. Das ist gut. Das heißt, grundsätzlich kommt jetzt genug Wasser hier rein, nicht? Wir haben hier zweimal hier 500 Liter Wassereingang. Und einmal hier 500 Liter Wasserausgang und da oben 500 Liter Wasserausgang. Hier kommt genug Wasser rein bisher. Also kommt auch genug Energie raus. Jetzt die Idee, das hier zu erweitern, finde ich dann doof. Weil wir dann wirklich dieses Problem kriegen mit dem Wasser. Und da ich ja hier eigentlich geplant hatte, das in die Richtung zu erweitern, dann würde ich das auch machen. Es ist einfacher, die Ressourcen rumzulegen, weil die unendlich lauffähig sind, sag ich mal. Aber das Wasser halt nicht, nicht? Das Wasser hat Druckverlust. Dann müsste ich noch eine Pumpe dazwischen hängen. Das ist viel komplizierter, als ein paar Förderbänder hier einfach rumzuzirkeln. Das kostet einfach nur Materialien. Und die Aufräumarbeiten, das können wir alles dann da vorne in die Kiste werfen. Eigentlich ganz gut. Jawollo. Ich weiß halt nicht, wie viel ich wegnehmen muss hiervon noch. Ich meine, ich skaliere den Strom gerade recht groß, aber ich glaube, die nächsten Anlagen fressen allein ein so ein Stromding mit 3,6 Megawatt. Wenn ich da in die Ölproduktion gehe, in die Säureproduktion, nicht? Dann müssen wir uns erstmal die Grundlage hier schaffen. Sonst haben wir sofort einen Blackout. Vor allem, wenn wir jetzt die Platten dann schon mal nach vorne laufen lassen, dann werden die auf jeden Fall produziert. Und dann werden wir sehen, wirklich, ob wir unser Input-Output-Problem, ja, ob es relevant ist oder nicht. Ich meine, jetzt ist es gerade wieder vollgelaufen, weil halt nichts abgezogen wird, weil ich nichts forsche, weil ich nichts brauche. Unfall bei der Scooter-Tour. Eieieiei. Ja, will ich gar nicht sehen. Aber danke für den Hinweis. Ich hab's nicht angemacht mehr. Hab ich glatt vergessen. Eigentlich ist Sand falsch. Das Zeug ist bestimmt Sandstein. Nee, das soll Sand sein. Sandstein gibt's auch. Der ist ein bisschen tiefer liegend und rötlicher.
Aber ist halt ein Blockspiel, nicht? Deswegen hast du einen Block Sand oben liegen. Falsch markiert, habe ich mir gerade schon gedacht. So, guck mal, da haben wir Platz. Hoffentlich nichts Schlimmes passiert. Ich meine, die haben sich ja schon am ersten Tag fast dazu bekommen, einen tödlichen Unfall zu provozieren, indem sie... Das hätten sie keine Helme aufgehabt, nicht wahr? Deswegen, umso wichtiger, tragt eure Helme. Schradin ist auf dem Spielplatz auf die Schulter gefallen. Ach. Okay. Kennt ihr das Meme? Komm, Opa, wir gehen ins Bett. Das würde ich ungefähr auf diesem Niveau einordnen, diesen Unfall. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen noch die vier Dinger. Das muss reichen. Wir sind schon voll. Okay, dann erstmal ablegen. Ich bin übrigens nach Hause gekommen und es hat angefangen zu schütten. Also ich hatte gerade so Glück. Ich glaube, jetzt kommt ein Gewitter. War nicht angekündigt. Also zumindest bei mir mal wieder nicht. Aber das ändert sich in der App auch alle 10 Minuten. Hatte echt Glück, dass ich trocken rein bin. Also ich bin perfekt nach Hause gegangen. Ich dachte eigentlich, oh komm, bleiben wir noch draußen oder so. Aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, nee, geh mal nach Hause. Und das war genau richtig. Obwohl, jetzt sieht es schon wieder gut aus. Das schwankt. Ich glaube, das ist auch für die Wetterdienste wirklich scheiße vorherzusagen, wenn das so alle 10 Minuten schwankt. So, und jetzt muss ich aufpassen, dass wir das invertiert bauen, nicht wahr? Genau, so rum. Und ich lasse da wirklich nur einen Abstand. Rettungsdienst, weil einer auf die Schulter fällt. Ich will denen ja nichts unterstellen, aber das ist lächerlich, dafür ein RTW zu rufen. Nee, der arme Schradin, der hätte eigentlich im Krankenhaus sein sollen, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte. Aber für die Scootertour dumm genug war, sag ich mal, im Guten, dann doch mitzufahren. Eigentlich hätte er Physiotherapie bekommen müssen. Und wenn er jetzt noch zusätzlich auf die Schulter fällt in seinem Alter, plus die Bandscheibe, ich glaube schon, dass das höllisch wehtut. Und die anderen haben ja auch keine Möglichkeit, ihn irgendwie großartig zu transportieren dann. Also, weiß ja nicht. Aber trotzdem nicht. Es ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen selbst verschuldet, muss man auch dazu sagen. So, wie rum stand der Kessel da drüben? Die nehmen ihn mit ins Krankenhaus. Ja, gut. Wenn die gerufen sind und nur eine kleine Unsicherheit besteht, bleibt dir meistens nichts anderes übrig, nicht? Als Sanitäter musst du ja auch auf den, als Sanitäter musst du dem wen den Not... Arzt abwarten, nicht? Und der Notarzt, der fährt nur schnell von zu und darf die Medikamente oder so ausstellen. Komplett wirres System. Aber wenn die Sanitäter schon entscheiden können, dann muss ja gar nicht der Notarzt kommen. Aber ja, warum macht man sowas? Also auf dem Kinderspielplatz. Ich kann mir schon die Situation im Bilde vorstellen. Machen wir es so. 6 nach hinten. So, den Wassertank. Ich hatte doch genau einen Wassertank mitgenommen. Perfekt. Was auch perfekt ist, ist die Folgenlänge. Ich würde sagen, ich setze noch diesen wunderschönen Wassercontainer hier hin. Verlängere das hier nochmal.
ein bisschen, sofern möglich. Setzen wir noch einen weiter nach vorne und dann haben wir eine Folge geschafft. Und wir sehen uns. Mach ich so. Zur nächsten Folge. Wieder. Dann schließen wir das Wasser hier an. Und werden neues Wasser produzieren, nicht wahr? Bis dann.